Randalen, so gelöst, so locker, der 35-Jährige. Und jetzt geht's gleich hier mächtig zur Sache von 0 auf 100. Und los geht's. Zunächst gespurt, circa 30 Meter, dann das freie Feld, alle miteinander, schnell nach vorne, raus aus dem Gewühle, aus dem Durcheinander, Full Speed, sich an die Spitze setzen und nichts zu tun haben mit dem Gerangel, wenn es denn enger wird. Und das Thema, das hier heute alle am meisten beschäftigt hat, welchen Ski wähle ich, die Bedingungen sind wirklich nicht die einfachsten. Ja, dieser Neuschnee ist wirklich das Ungünstigste, was dieser Strecke passieren hat können. Man durfte gar nicht mehr mit der Pistenraupe fahren, um zu präparieren. Dass einen Blick auf die Bedingungen. Ja, eine Windfahne wie diese, wenn man im Auge hat, sagt uns aus, dass wir 2 bis 3 Rasten in die entsprechende Richtung drehen müssen, entgegen dem Nullwind beim Anschießen. Also es ist durchaus zu kontrollieren, auch diese Windfähnchen. Wenn der Wind von links kommt, geht es eher rechts tief. Und Björn Dahlen hat den ersten Schuss des gesamten Feldes gesetzt. Ja, der ist richtig gut drauf, sehr, sehr souverän. Ulainer Björn Dahlen als erster im Anschlag gelegen, als erster geht er raus. Kreis mit Fehler, Strafrunde für ihn, Judorf 5 Treffer. Alexander Wolf, Christoph Stefan, beide makellos. 10 Scheiben sind gefallen bei den beiden. Oh, 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 De Lorenzi, der Italiener, gleich dreimal muss er in die Strafrunde. Jetzt sortiert sich das Feld, ganz neu wird sich auseinanderziehen. Jene, die dort abbiegen in die Strafrunde, wird es nach hinten verschlagen. Und Ulainer Björn Dahlen ist schon wieder an der Spitze des Feldes. 4,1 Sekunden vor Dominik Landertinger. Dann Judorf, dann Eder, dann Pinter. Schauen Sie, drei Österreicher unter den besten 5. Sehr stark, Alexander Woll. Auch Landertinger, auch Suhmann. Und angeführt vom Mann mit der Nummer 1. Noch einmal liegender Anschlag auf die kleinen Scheiben. Ist es wieder Björn Dahlen, der den ersten Schuss setzt, ein Zeichen setzt. Simon Eder, der Schnellschütze, schon durch mit den 5 Scheiben. Alles erledigt, Christoph Stefan schießt gut. 0 Fehler Björn Dahlen, aber auch Christoph Stefan bislang. Klasse Rennen vom jüngsten Deutschen heute. Alle Wolf Michael Greis, jawohl. Auch Michael Rösch, starke Schießleistung jetzt der deutschen Athleten. Damit werden sie auf einen Rutsch ein Stück weiter nach vorne kommen. Stark. Eder und Landertinger in der führenden Position. Direkt dahinter Björn Dahlen und dann schon Christoph Stefan. Alexander Wolf, dann Greis. Svensson, Ceresov. Zu hastig schießen. Und solange der Eder da immer mitschießt, da wäre da alle anderen sowieso nervös. Der ist schon fertig, da haben die anderen meist erst 2 Schuss gemacht oder einen. Und schon wieder der erste, schau. Jetzt aber der Fehler bei Eder. Björn Dahlen marschiert unbeeindruckt. Das ist schon eine unglaubliche Vorstellung, die der Mann hier abzieht vor dem König, vor seinen Fans in der Heimat. Greis trifft dreimal, auch Stefan. Jetzt der Fehler bei Michael Greis. Christoph Stefan kommt wieder durch. Klasse, stark. Er muss in die Strafrunde. Michael Rösch, Fehler. Alexander Wolf trifft. Und Ulainer Björn Dahlen vorneweg. Beeindruckend wirklich. Wieder mit 0 Fehlern. 15 Schuss, 15 Treffer. Wolf und Rösch müssen einmal in die Strafrunde. Und Kompliment auch an Christoph Stefan. Nach diesen 3 versemmelten Rennen ist er heute topfit, voll da. Zumindest
bis jetzt nach dem dritten Schießen 15 Schuss, 15 Treffer. Die Belohnung Platz 2 hinter Björn Dahlen und vor Emil Häkle-Svensson. Mein lieber Mann, da steckt er in einem Sandwich. Das hat er auch noch nicht oft gehabt, der Christoph Stefan. Und jetzt Michael Greiß zurück auf der Strecke. Sechster Platz, 34,2 Sekunden. Sein Rückstand. Ja, starkes Rennen. Uleiner Björn Dahlen jetzt mit 12,5 Sekunden Vorsprung. Michael Rösch schaut immer noch mal zurück. Christoph Stefan, wie kommt er da oben runter? Und hier zum Schießstand hält er den zweiten Platz. Und jetzt Uleiner Björn Dahlen, entscheidendes Schießen. 89. Weltcup-Sieg, Fragezeichen. Schon nach dem Schießen direkt klar. Wissen auch die Fernsehleute ganz genau, wie er schießt und gehen mit den Scheiben mit. Der Jubel schon bei Uleiner Björn Dahlen. Ein Lächeln huscht über das sonst ruhige Gesicht von Joachim Le, dem Schießtrainer. Das war's. Der König hat's registriert. Und wir schauen jetzt ganz gebannt auf Christoph Stefan und drücken ihm die Daumen. Oh, da war schon der erste Fehler bei Stefan. Ceresov, gut. Eder, fehlerfrei. Michael Greiß schon der erste Fehler. Der zweite. Und Stefan auch. Ja, Christoph Stefan, zwei Fehler, ebenso wie Michael Greiß. Uwe Müßiggang schon da, das Männerrennen ja im Anschluss. Jetzt haut's die Deutschen doch wieder nach hinten. Sehr schade, bis dahin so ein gutes Rennen von beiden. Und jetzt geht's ab nach hinten. Was schafft Michael Rösch? Auch zwei Fehler. Drei Fehler. Heieiei. Also vier Fehler bei Michael Rösch. Uiuiui, so gut die Schießleistungen bislang waren der deutschen Athleten. Das ist jetzt richtig schlecht. Richtig schade für sie auch. Das wird sie mächtig ärgern. Alexander Wolf. Auch er schon zwei Fehler. Das ist das Phänomen Massenstartrennen. Da brauchst du sehr, sehr gute Nerven, wenn es dann am Ende um alles geht. Auch dann gilt es, alles zu treffen. Uleiner Björn Dahlen hat es vorgemacht. 36 Sekunden, sein komfortabler Vorsprung, den er jetzt sauber nach Hause laufen wird. Das wird er sich in keinster Weise mehr nehmen lassen. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen und er richtig mächtig stürzt. Christoph Stefan immerhin, Rang 5 und Michael Greiß Rang 6. Ja, wir wollen es nicht zu klein reden, völlig klar. Aber da war so viel drin. Mitty Dolz ist ja immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Rennen. Uleiner Björn Dahlen, 89. Weltcupsieg also für ihn. Übernimmt damit auch die Führung im Weltcup-Massenstart in der Disziplinwertung. Also jetzt vor Sumann und Landertinger. Uleiner Björn Dahlen, der räumt wieder mächtig ab in diesem Jahr. Aber wen man auch fragt unter den Athleten, sie sagen alle, das ist einfach ein Verrückter, der ist so professionell, ordnet alles dem Sport unter, aber wirklich alles, Tag und Nacht. Und hier kommt Christoph Stefan noch einmal rum, um diese engen Kurven. Ja, noch einmal der Blick zurück, Simon Eder. Zum dritten Mal Zweiter also in der Karriere. Klasse Rennen, tolle Schießleistung. Einmal nur die Scheibe verfehlt beim ersten stehenden Anschlag. Die Österreicher richtig gut in diesem Jahr. Ja, da wird der Ski geküsst. Also die hatten auch gutes Material. Das war auch zu sehen. Kamen sehr gut zurecht. Und wir begrüßen zurück auf dem Podest Emil Häkle-Svensson. Dritter Platz, klasse gekämpft. War nach dem ersten Fehler im Liegenanschlag schon etwas weiter zurück. Hat sich gekämpft nach vorne auf Rang 3. Jetzt Ceresov im Ziel und hinten kommen die Deutschen. Hier kommt Christoph Stefan. Schauen Sie mal, was der noch mal rausholt. Feste Schübe, sechster Platz, bester Deutscher vor Michael Greiß im Ziel. Simon Fourcade, auch er ein ums andere Mal weit hinten platziert. Und das also das offizielle Ergebnis. Uleiner Björn Dahlen gewinnt vor Simon Eder und Emil Häkle-Svensson. Das sind die Podiumsplätze. Bester Deutscher Christoph Stefan, Gratulation, starkes Rennen. Michael Greiß als Achter, der zweite Deutsche unter den besten 10. Dann der nächste, Alexander Wolf auf dem 19. Platz.